Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch einmal meine Tiramisu-Torte vorstellen. Ganz schnell, ganz einfach und total lecker. Habt ihr Lust? Dann schaut weiter und backt sie nach. Und das sind meine Zutaten für meinen Boden. Und zwar brauche ich 3 Eier, ein bisschen Backpulver, ein bisschen Salz, Zucker, Mehl und Speisestärke und 2 Esslöffel heißes Wasser. Und jetzt zeige ich euch, wie der Boden geht. Den Backofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 150 Grad und jetzt geht es weiter mit den Eiern. Und zwar 3 Eier rein. Dann kommt mein Zucker dazu, das sind bei mir jetzt 90 Gramm. Und eine Prise Salz. Kommt auch mit dazu. Jetzt das Ganze wieder schaumig schlagen. Die 2 Esslöffel Wasser habe ich eben auch noch reingetan. Die habe ich jetzt vergessen, euch zu zeigen. So, und jetzt kommt noch ein halbes Löffelchen Backpulver da rein. Oder so ein gestrichenes Löffelchen. Und dann habe ich hier mein Mehl und meine Speisestärke schon mal zusammen. Das sind 40 Gramm Speisestärke und 50 Gramm Mehl. Das gebe ich jetzt auch mit rein. Und das ziehe ich jetzt einmal mit dem Schneebesen einmal unter. Das klappt immer am besten, finde ich. Man darf nicht mehr so doll rühren, weil sonst ist dieses schöne, fluffige wieder weg. Hier ist meine Backform. Und da gebe ich das jetzt rein. Das ganze Rezept findet ihr wie immer unter dem Video, wenn ihr auf mehr klickt. Ihr seht, es ist immer noch schon blasig. Jetzt gebe ich ihn in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad, so circa 15 Minuten. Wollen wir mal schauen, wie lange er braucht. So, der Kuchen ist fertig. Wenn ihr hier so drauf drückt, dann macht er so ein schwammiges Geräusch. Also dann ist er fertig. Jetzt löse ich noch einmal den Rand und dann kann er abkühlen. So, ich habe jetzt meinen Kuchen einmal auf die Platte gelegt. Ich werde ihn jetzt einmal durchschneiden mit einem Bindfaden und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und die Zutaten brauche ich noch jetzt für meinen Kuchen. Und zwar Backkakao, Frischkäse, ihr könnt auch gerne Mascarpone nehmen, dann ist es natürlich sehr mächtig. Dann habe ich 2-mal Vanillezucker, Speisequark brauche ich noch, 2-mal Sahnefest, 400 Milliliter Sahne, ein bisschen Zucker, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Amaretto. Entweder nehmt ihr Gelatine ein Tütchen oder ihr nehmt 6 Blatt von dieser Gelatine. So, und jetzt geht's weiter. Als erstes schlage ich wieder die Sahne. Aber bevor ich die Sahne schlage, gebe ich einmal gerade wieder die Blätter in eine Schüssel mit kaltem Wasser und lasse die schon mal einweichen. So, aber jetzt geht's weiter mit der Sahne. Aufschlagen mit 2 Sahnesteif und mit 2 Vanillezucker. So, die Sahne ist fertig geschlagen, kommt einmal gerade an die Seite. Jetzt geht es weiter mit dem Speisequark. Das sind 250 Gramm. Die kommen einmal hier rein. Und vom Frischkäse brauche ich 500 Gramm. So, weiter geht es mit Zucker. Ich gebe jetzt hier 50 bis 60 Gramm rein. Und dann rühre ich das einmal richtig durch. Und dann kann man noch mal probieren, ob es einem süß genug ist oder ob es noch ein bisschen mehr sein darf. So, ich habe jetzt hier meine eingeweichten Blattgelatine in den Topf getan, 2 Esslöffel Wasser dazu und jetzt einmal erwärmen auf dem Herd. Gelatine ist geschmolzen. Ich stelle sie jetzt einmal an die Seite, ein bisschen abkühlen lassen. So, in der Zwischenzeit können wir den Boden tränken. Und zwar machen wir das mit starkem Kaffee. Ich habe hier 100 Milliliter. Wer kein Amaretto möchte, kann natürlich dann die Kaffeemenge erhöhen. Ansonsten gibt es noch Amaretto, da gibt es dann 60 bis 80 Milliliter. Das könnt ihr dann selbst entscheiden. Das gebe ich beides zusammen einfach und tränke dann damit den Boden. So, ich habe jetzt hier einmal nochmal einen Kranz rundherum gelegt und jetzt hole ich mir die Sahne wieder zurück und jetzt gebe ich ein paar Löffel von der
Creme hier rein, damit die beiden Flüssigkeiten besser aneinander gehen, damit das nicht so ein Schock ist. Das rühre ich jetzt einmal durch. Und dann gebe ich das alles hier rein. Rühre das einmal durch. Das alles gut verteilt. Und dann hebe ich gleich die Sahne darunter. Einmal unterheben das Ganze. So, und jetzt gebe ich hier auf diesen Boden schon mal, ja, schon ein bisschen was drauf. Und dann verstreiche ich das alles einmal mit dem Löffel. Und jetzt geben wir hier den zweiten Boden oben drauf. Und auch der wird erst wieder mit der Mischung aus Amaretto und Kaffee getränkt. Dann kommt jetzt der Rest der Creme obendrauf. Und alles wieder gut verteilen. So, ich mache es jetzt nicht ganz so ordentlich. Das kann ruhig ein bisschen wellig obendrauf sein. Und jetzt kommt es für 3 bis 4 Stunden erstmal in den Kühlschrank. So, liebe Freunde, das ist meine Torte. Ganz einfach, ganz lecker. Und jetzt fehlt nur noch der Backkakao. So, kurz bevor meine Gäste kommen, kommt jetzt noch der Backkakao da drauf. Und da ich immer jemand bin, der gerne kleckert bei sowas, habe ich mir einfach hier ein bisschen Papier drunter gelegt, den ein bisschen angehoben, drunter geschoben. Hier habe ich ein bisschen Backkakao reingegeben und jetzt bestäubt ihr das einfach großzügig. So, das war's. Jetzt das Papier wieder rausziehen. Und fertig ist die Torte. Und so sieht die Torte im Anschnitt aus. Wenn es euch wieder gefallen hat, schaltet wieder rein. Bis zum nächsten Mal, eure Claudia.